Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, los geht's, ich will gar nicht lange schwafeln. Bleibt fair in den Kommentaren, los geht's mit Fortuna Düsseldorf gegen Mainz 05. In den vergangenen Spieltagen läuft es bei Fortuna Düsseldorf richtig gut. Man hat zuletzt gegen Bayern München ein 3-3 holen können. Vor der Länderspielpause gewann man zu Hause gegen die Hertha mit sage und schreibe 4-1. Hier wollten sie von Beginn an auch nach vorne spielen, aber dann gerieten sie in diesen Konter. Kunde mit dem genialen Ball in die Spitze. Robin Quaison enteilt in den Verteidigern und dann macht er auch das 1-0. Zweites Saisontor für ihn zuletzt. Gegen Borussia Dortmund erfolgreich gewesen, erzielte das zwischenzeitliche 1-1. Und jetzt kommen alle zu ihm gelaufen. Der hat jetzt scheinbar einen kleinen Lauf, wenn man da von zwei Toren hintereinander schon von so etwas wie einem Lauf sprechen kann. Aber das ist ein genialer Ball von Kunde. Wie gesagt, Düsseldorf von Beginn an gewillt, hier nach vorne zu spielen, den nächsten Dreier zu Hause einzufahren. Das ging jetzt erstmal nach hinten los. Rensing kann nicht mehr reagieren aus kurzer Distanz. Also der frühe Rückstand für die Fortuna. Das wollten sie direkt wieder ausgleichen. Zimmer über die rechte Seite im Zusammenspiel mit Fink. Der Flankenball ist erstmal nicht so gut. Hack kann ihn aber auch nicht vernünftig klären. Und dann wird er nochmal heiß gemacht. Kevin Stöger. Zumindest mal der erste Abschluss der Fortunen, aber richtig gefährlich wurde es in dieser Situation nicht. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung und da sehen wir, der rechte Fuß ist nicht sein starker. Dementsprechend geht er dann auch weit am Kasten vorbei. Mainz zog sich lange Zeit zurück und dann lauerten sie immer wieder auf Ballverluste der Gastgeber. Brosinski auf Mateta, spielt auf die rechte Außenbahn. Quaison, Brosinski, Mateta. Erst eine Riesenparade von Rensing, aber Quaison ist dann irgendwie wieder da. Taucht alleine vorm Kasten auf. Hält nur noch den Fuß hin, staubt ab. 29. Spielminute. Und aus zwei Torschüssen erzielte der Gast aus Mainz an diesem Freitagabend zwei Treffer. Der Gästeblock war logischerweise hellauf begeistert. Erst eine klasse Tat von Rensing. Mateta und Quaison reagieren aber am schnellsten. Die Bewegung nach vorn ist eben immer etwas einfacher als nach hinten. Das sieht man hier. Zimmermann bekommt den Fuß dann auch nicht mehr reingestellt. 0-2 also, keine halbe Stunde gespielt. Doch trotzdem war Düsseldorf wieder nicht davon lange geschockt. Sie spielten weiterhin nach vorne. Die richtig große Möglichkeit blieb aber aus, auch in dieser Situation. Dann war da mal ein Gesicht dazwischen. Niakates, das konnte aber ohne Probleme weitermachen. Auch wenn er den Ball hier auf die Nase bekam. Jetzt vor der Pause dann Jibamer mal mit dem artistischen Versuch, nutzte da fast die Unachtsamkeit in der Verteidigung aus. Das wäre dann das dritte Tor im dritten Schuss gewesen. Aber Rensing reagiert und so stand es zur Pause nur in Anführungszeichen 0-2. Fortuna Düsseldorf investierte viel, kam aber noch nicht zu gefährlichen Torchancen und so ging dieses Resultat so zur Halbzeit auch irgendwie ein Stück weit in Ordnung. Sie versuchten es aber weiter. Luke Bakio, der überragende Mann vom Spiel gegen Bayern München, hier erstmal mit der missglückten Flanke, rutscht ihm etwas ab. Und Zentner schmeißt sich auf den Ball. Aber dann wieder die Möglichkeit. Fink erstmal abgefälscht. Jean Zimmer hatte das Anschlusstor vor der Pause gegen München noch vorbereitet. Hier mit dem Abschluss aber doch deutlich vorbei. Kunde wäre sonst auch mit der Grätsche da gewesen. Mainz wollte es jetzt entscheiden. Das 0-3 wäre es dann wohl auch gewesen. Brosinski mit dem guten Trick. Das ist ein bisschen zu einfach, die Flanke kommt auch, aber dann passt Michael Rensing auf. Nochmal ein Fehler und dann ein bisschen Glück. Robin Quaison fast mit seinem dritten Treffer in dieser Partie und das war ein bisschen sinnbildlich für das Spiel. Wenn dann mal Mainz nach vorne kam, wurde es auch gleich brandgefährlich und Düsseldorf mit ein paar kleinen Fehlern, die man so von ihnen nicht gewohnt ist. Luke Bakio nochmal, Botzek und dann Stöger, aber auch der wird hier behindert, sehen wir. In der Zeitlupe, das ist eine Millimeter-Situation. Gefährlich wird es dann nicht. Viertelstunde noch auf der Uhr. Die Partie war gelaufen. Quaison nochmal hier mit dem Abschluss. Aber, pardon, Jibamer war es. Nochmal der Abschluss. Aber Rensing hielt es dann fest. Es blieb am Ende beim 0-2. Geht unter dem Strich auch in Ordnung. Düsseldorf hatte mehr vom Spiel, aber eben keine Torchancen.
Borussia Dortmund ist aktuell die Mannschaft der Stunde, doch der Gast aus Freiburg hat auch schon in dieser Saison wieder bewiesen, dass er es den Großen richtig schwer machen kann. Gegen Gladbach und gegen München holte man jeweils wichtige Punkte. In der dritten Minute gab es aber dann diesen Eckstoß durch Marco Reus von der rechten Seite und da wurde es dann direkt mal brenzlig. Das ist Hakimi, legt nochmal ab, Delaney, Hakimi, der Abschluss kommt noch nicht zustande. Reus nimmt den sich dann aber und testet Schwolo ganz früh in der Partie. Gute Aktion von beiden Seiten. Doch der SCF war nicht unbedingt darauf bedacht, nur zu verteidigen. Sie spielten dann auch mal nach vorne. Yannick Haberer wird erstmal nicht angegangen. Jerome Gondorf dann aus der Distanz. Und Bürki muss eingreifen. Terracino dann mit der missglückten Flanke. Aber es war zu Beginn eine wirklich offene Partie und tendenziell war Freiburg sogar etwas besser noch aufgelegt. Das ist Robin Koch, der den Ball hier gegen Brünn Larsen erobert. Terracino auf Waldschmidt. Gutes Zusammenspiel und dann wieder eine gute Tat von Roman Bürki. Und der war noch schwerer als der erste. 32 Minuten waren hier gespielt und der BVB geriet zu Hause mal wieder unter Druck. Hatten ja auch schon gegen die Fuggerstädter teilweise gezeigt, dass sie hinten nicht ganz unantastbar sind. Dann gab es aber diese nächste Aktion der Dortmunder im Angriff. Reus auf die rechte Außenbahn, Jadon Sancho mit der Flanke und Paco Alcácer mit dem 1:0. 39. Spielminute, der BVB also doch wieder mit der Hand am Schalter in dieser Partie. Sie hatten nicht die bessere Partie, die bessere Hälfte bislang gespielt, aber am Ende sind die Tore entscheidend und das sieht man auch hier. Reus mit dem guten Ball, Sancho mit der perfekten Flanke und Paco Alcácer kommt dann keiner mit. Der hat den Riecher, der hat den Laufweg, der hat einfach alles, was man in der Szene braucht und bleibt dann auch cool vom Kasten und Schwolo kann den Ball dann nur noch trauernd hinterher schauen. Jetzt wollten sie noch ein Nachlegen, vor der Pause nochmal der BVB. Waldschmidt kriegt den Ball nicht geklärt, Piszczek wieder auf Jadon Sancho, der ja gerade das Tor schon vorbereitet hatte und dann ist es Witzel nochmal mit dem Schuss, aber Schwolo diesmal aufmerksam. Es stand also zur Pause 1:0. Etwas schmeichelhaft, doch zum Schluss der ersten Halbzeit wurde der BVB nochmal stärker, doch der Sportclub aus Freiburg musste sich hier wirklich für diese Leistung nicht verstecken. Im zweiten Durchgang wurde es aber schwerer, weil der BVB eigentlich durchaus immer noch was draufzulegen hat. Jetzt aber erstmal diese Möglichkeit, aber Akanji erobert sich den Ball zurück gegen Petersen. Ganz wichtige Aktion, der Ball hier ist super gespielt, aber dann ist eben Akanji aufmerksam und luchst da Petersen den Ball ab. 20 Minuten noch knapp auf der Uhr, der BVB wollte jetzt alles klar machen, das 2:0, die Vorentscheidung wäre es sicherlich, wenn nicht sogar die Entscheidung. Und Piszczek, der das Traumtor erzielen konnte, gegen Mainz in der Vorwoche, macht es hier auch gar nicht verkehrt. Super Abschluss wieder, der Pole scheint richtig auf den Geschmack gekommen zu sein. Aber hier eben in der 70. ist Schwolo dazwischen. Doch der Dortmunder Druck wurde jetzt nochmal höher. Delaney, Brünn Larsen im Zusammenspiel. Sehr gut gemacht, Hakimi. Klasse Körpertäuschung auf der linken Außenbahn. Brünn Larsen und Paco Alcácer. Das gibt es tatsächlich auch mal, dass er nicht trifft, wenn er auf dem Feld steht, beziehungsweise wenn er mal aufs Tor schießt. Der hatte ja schon zum 1:0 getroffen. Gute Parade aber auch von Schwolo. Doch der BVB wurde nochmal stärker, nochmal drückender. Sancho mit der Flanke und Reus mit dem 2:0. Also Doppelvorlage von Jadon Sancho. Marco Reus mit seinem 9. Saisontor macht dann hier endgültig alles klar. Das ging dann im zweiten Durchgang auch absolut in Ordnung. Sehr gute Partie der Elf von Lucien Favre. Man war zufrieden auf den Rängen. Und Schwolo war bedient. Die Freiburger hätten sich in der ersten Halbzeit belohnen müssen. Für viele und gute Torchancen wurden jetzt aber hier eiskalt erwischt. Da kann man ihnen dann nicht mehr einen großen Vorwurf machen. Das ist dann die Klasse des BVB, die hier einfach mal ausgenutzt wird. Guter Kopfball und Schwolo kommt dann nicht mehr richtig aus den Latschen, aus dem tiefen Rasen, denn es war durchaus etwas matschig in seinem 5-Meter-Raum. Jetzt war aber noch etwas zu spielen. Der BVB wollte noch einen drauflegen. Das 3:0 wäre sicherlich zu viel des Guten, aber die Möglichkeit dazu bestand. Brünn Larsen mit der Flanke nochmal und Reus mit der technisch brillanten Abnahme, die dann aber nicht zum Treffer führte. Am Ende bleibt es hier beim 2:0. Unter dem Strich gewinnt der BVB verdient mit 2:0. Doch für die Leistung muss sich der Gast aus Freiburg nicht verstecken. Trotzdem, sie waren die schwächere Mannschaft über die 90 Minuten gesehen. Und dementsprechend geht das dann auch in Ordnung. Der VfB Stuttgart muss es mal wieder richten. Zu Hause ist es auch nicht unbedingt die beste Leistung, die man bislang abliefern konnte in dieser Saison. Man steht auf dem 18. Tabellenplatz. Hier war es dann Mario Gomez,
in der 12. Minute mit dem 1:0. Viertes Saisontor. Er kritisierte viel rund um den Verein. Jetzt antwortete erstmal mit diesem Treffer. Bitter für Augsburg, die zuletzt gegen Frankfurt eine Schlappe mit 0:3 hinnehmen mussten. Traten hier auch nicht sonderlich selbstbewusst auf. Das 0:3 gegen Frankfurt eben steckt noch ein Stück weit in den Knochen. Und dann Gomez mit dem Doppelpack. 16. Spielminute. Das waren die Stuttgarter Fans gar nicht mehr gewohnt. Und man ist ungläubig darüber, wie Augsburg hier verteidigt. Das ist eine große Stärke normalerweise der Elf von Manuel Baum. Hier sah es zum Anfang wirklich relativ kläglich aus. Halbe Stunde knapp gespielt, dann auch mal die Fuggerstädter in Richtung Gehäuse von Ron Robert Zieler. Richter auch mit der Flanke und dann in der Mitte Julian Schieber schmeißt sich da irgendwie rein, kommt aber nicht an den Ball. Und dann nochmal diese Aktion, nur wenig später. Gregoritsch auf Kayubu und jetzt wird's richtig gefährlich. Schieber an die Latte, Kempf kann's nicht klären. Gregoritsch, Aogo, nochmal Gregoritsch, Pavard schmeißt sich dann rein. Das hätte schon der Anschlusstreffer jetzt sein können. Nach schwacher Anfangsphase kämpfte sich Augsburg dann hier rein. Aber sie wurden dafür noch nicht belohnt. Sie wurden stärker vor der Pause und den Anschluss wollten sie unbedingt erzielen. Kayubi über die linke Seite und da ist Marco Richter in der Mitte. Ron Robert Zieler mit der überragenden Tat und damit hält er erstmal das 2:0 zur Pause fest. Richter setzt sich gegen Insua zu einfach durch. Super Reaktion vom Schlussmann der Schwaben. Da feiert er sich zurecht und ist sauer auf seine Hintermannschaft. Glück für Stuttgart also, dass es mit dieser Halbzeitführung reingeht. Auch in der Höhe etwas schmeichelhaft mittlerweile. Der Doppelschlag von Gomez nach einer knappen Viertelstunde sorgte erstmal für dieses Resultat. Kurz nach der Pause wollte es der VfB dann wieder besser machen. Markus Weinziel hatte wohl die richtigen Worte gefunden. Jetzt waren sie nämlich wieder wach wie zu Beginn der Partie schon. Dennis Aogo nach 48 Spielminuten mit dem Distanzschuss, aber dann doch über die Querlatte hinweg. Und jetzt sehen Sie es, Philipp Max, wenn der die Ecken tritt, dann wird es eigentlich immer brandgefährlich. 58. Spielminute, Eckball von der rechten Seite und da ist Jeffrey Rauveleo und der macht auch den Anschlusstreffer in der 58. Erstes Saisontor für den Innenverteidiger, setzt sich dadurch im Kopfballduell gegen Askar Sibar. Das ist eine ganz andere Gewichtsklasse. Kein Foul da in der Mitte, da ging alles mit rechten Dingen zu und plötzlich waren die Fuggerstädter wieder da. Doch dann lahmte diese Partie, sie schlief ein. Keine 10 Minuten mehr zu spielen, jetzt nochmal der Versuch von Augsburg, Druck aufzubauen. Stuttgart machte das weitestgehend richtig gut. Schieber und dann Richter mit der Flanke, Kayubi kommt aber nicht ran und so entsteht gar keine Torgefahr. Zieler schmeißt sich auf den Ball. Dann Stuttgart zum Schluss, wir sind in der Nachspielzeit, wollte jetzt alles klar machen, von Augsburg kam nichts mehr. Aogo, Gentner, Christian Gentner, Lute ist dazwischen, verhindert die vorzeitige Entscheidung, aber Augsburg kam eben nicht mehr nach vorne, stattdessen die Möglichkeit zum 3:1. Nochmal Aogo mit dem Schuss, eigentlich Linksfuß, dafür war das eine richtig starke Aktion vom Sechser der Stuttgarter, aber auch gute Parade von Lute. Es blieb aber beim 2:1. Geht am Ende in Ordnung, Augsburg konnte den Schwung vom 2:1 nicht mehr mitnehmen und so unterliegen sie dem VfB Stuttgart mit 2:1 und die können sich vom letzten Tabellenplatz zumindest mal so etwas lösen, kommt ja immer noch drauf an, wie die Konkurrenz mitspielt, aber ein sehr wichtiges Ergebnis für sie. 9 Punkte Rückstand für den FC Bayern München vor diesem Spieltag auf den BVB auf den ersten Tabellenplatz und noch einige Vereine dazwischen. Das wollten sie jetzt hier gegen Bremen besser machen, die zuletzt auch nicht mehr wirklich überzeugen konnten, retteten sich in der letzten Minute ein 1:1 gegen den Sportclub Freiburg. Jetzt waren sie erstmal hier in der Frühphase unter Druck mal zu verteidigen und das ist Kimmich, der am Ball bleibt. Müller nimmt sich den Ball nochmal aus der Gefahrenzone, hat dann diesen Geniestreich mit der Hacke, Doppelpass Lewandowski und Kimmich dann mit der ersten richtig guten Aktion. Nach 21 Spielminuten Pavlenka, aber auch mit einer tollen Tat, schauen Sie sich das an, wie er sich da streckt und dann kriegt er den mit den Fingerspitzen gerade so noch über die Latte, da kann sich Kimmich zurecht ärgern. Das war ein guter Schuss, aber auch eine tolle Parade vom Schlussmann der Bremer. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite, auch nicht so ganz ungefährlich, dass Niklas Süle hatte ja gegen Düsseldorf noch getroffen zum 1:0.
wo es ja am Ende auch nur zum 3:3 reichte. Hier war der Kopfball aber doch etwas zu harmlos platziert. Der SV Werder Bremen erstmal darauf bedacht, hinten sicher zu stehen. Das kannte man von Florian Kohfeldt gegen den FC Bayern München auch mal anders. Hier war es aber erstmal so. Augustinsson mit der Flanke und dann Alaba dazwischen. Man merkte, dass Bremen aktuell auch nicht das größte Selbstbewusstsein auf der eigenen Seite hat. Das war hier von Alaba dann eben gut geklärt, aber unter dem Strich kamen zu wenige Möglichkeiten raus. Wenn, dann waren es mal Fehler der Bayern. Neuer mit dem Abschluss in die Füße von Maxi Eggestein, dann der im Zusammenspiel mit Johannes Eggestein. Und Klaassen ist im Endeffekt derjenige, der das erste Mal den Ball wirklich gefährlich in Richtung des Bayern-Gehäuse bringen kann. Ist auch nicht verkehrt, der Abschluss geht aber vorbei. Neuer streckt sich, muss aber nicht eingreifen. Lewandowski konnte aber bislang auch dem ganzen Spiel hier noch nicht seinen Stempel aufdrücken. Es stand also zur Pause 0:0. Und dieses torlose Remis war nicht wirklich so mitreißend, wie man sich das vielleicht erhofft hatte hier im Weserstadion am Samstagnachmittag. Kurz nach der Pause dann wieder der FCB, aber Lewandowski hier erstmal mit dem guten Ball. Dann ist das Goretzka, der daraus viel zu wenig macht. Aus dieser im Ansatz gefährlichen Möglichkeit kommt dann nichts bei rum. Pavlenka ist mit so einem Schuss natürlich nicht zu beeindrucken. Den begräbt er ganz einfach unter sich, doch der Gast aus München war hier angehalten, etwas mehr nach vorne zu tun. Müller mit der Balleroberung gegen Veljkovic. Die Flanke ist dann gar nicht verkehrt. Moisander ist dazwischen, dann Javi Martinez mit dem Abschluss nach 58 Spielminuten. Sollte es aber immer noch nicht sein mit dem Treffer, auch wenn die Gäste hier besser waren. Zu 100% wurden sie aber kaum mal gefährlich. Das hier eben noch mit die beste Aktion der Münchner. Was war mit Bremen los? Nach vorne kam einfach so gut wie gar nichts. Dafür standen sie defensiv aber erstmal kompakt und diszipliniert. Lewandowski mit dem Ball in die Spitze. Renato Sanchez kommt auch fast dran. Aber Pavlenka wieder Reaktion schneller und Sanchez springt dann drüber hinweg. Fairplay ist ja auch immer mal wieder gerne gesehen. Kurz vor dem Ende aber dann nochmal der FCB. Von Bremen wirklich im zweiten Durchgang nach vorne. Leider keine Szene zu sehen, die man hätte herausheben können. Und wenn wir diese Szenen immer wieder einspielen, wo Pavlenka aufpasst, dann wissen sie auch, was der FC Bayern München nach vorne gebracht hat. Das war alles in allem ein schwaches Bundesligaspiel mit viel zu wenigen Tormöglichkeiten. Hätte man sich von beiden spielstarken Mannschaften mehr erhofft, so geht es verdient 0:0 aus. Hannover 96 muss immer wieder Rückschläge hinnehmen, auch wenn man gegen Gladbach den perfekten Start erwischte. Ein Tor in der ersten Minute von Bobby Wood reichte aber am Ende nicht, um irgendwas aus dem Borussia Park mitzunehmen. Jetzt kamen die Herthaner, die sich beim 3:3 gegen Hoffenheim wirklich gut präsentierten zum Schluss und sich da eben noch den Punkt verdienten, hatten hier die erste Möglichkeit, Kalou mit dem Kopfball gegen Michael Esser, den er aber dann gut abfangen kann. Über eine halbe Stunde schon gespielt, tendenziell der Gast etwas besser aufgelegt. Kalou auf Ibisevic, weder Ibisevic mit dem Abschluss, Ellis ist aber dazwischen und Esser hat keine Probleme, den Ball ganz sicher festzuhalten. Vor der Pause dann endlich mal Hannover. Haraguchi mit dem Ball in die Spitze, der ist gut gespielt. Niklas Füllkrug geht keiner ran und dann nimmt er sich den Abschluss. Jahrstein passt aber auf und kann die Pausenführung erstmal verhindern. Aber der anschließende Angriff von Hannover wieder durchaus gefährlich. Ivar Fossum auf Bakalorz, wieder Fossum, Bakalorz, Fossum. Bobby Wood kriegt den Ball erst nicht rein gegen Lustenberger, dann aber perfekt auf den zweiten Pfosten und Genki Haraguchi mit seinem ersten Saisontor. Und wie sollte es anders sein? Natürlich gegen seinen Ex-Club, gegen die Hertha. Er hält sich mit dem Jubel nicht zurück, aber es war auch ein wunderschöner Treffer. Hier ist es erstmal Wood, der an Lustenberger scheitert, der aber danach setzt, die Flanke irgendwie auf den zweiten Pfosten bekommt. Und Plattenhardt kommt nicht in den Zweikampf. Genki Haraguchi macht das sensationell. Wuchtiger Schuss. Jahrstein sieht auch ein bisschen alt aus, aber unter dem Strich kann man ihm da auch keinen Vorwurf machen gegen diesen Gewaltschuss. Es stand zur Pause also 1:0, 42. Minute. Genki Haraguchi war es, der die Gastgeber in Führung gebracht hatte, aber es standen noch 45 schwere Minuten an und die Hertha wurde jetzt durchaus gewillter, hier nach vorne zu spielen, aber dadurch auch Möglichkeiten und Plätze für Hannover. Doch immer wieder Ballverluste auf beiden Seiten. Ibisevic dann mit diesem genialen Ball auf die Außen. Matthew Lecky konnte ja endlich treffen am letzten Wochenende gegen Hoffenheim. Die Flanke ist dann aber komplett missglückt. Kalou läuft nicht durch. Wäre sonst auch die Gefahr da gewesen auf Abseits.
und so kam dabei noch nichts raus. Aber sie wurden jetzt noch ein bisschen heiß auf diese Partie. Arne Meyer wird auch nicht vom Ball getrennt. Lecky mit dem guten Ball auf Andre Duda und da war das 1:1 dann passiert. Siebtes Saisontor für den Zehner der Hertha und das war im zweiten Durchgang jetzt auch absolut verdient. Sie machten jetzt eine richtig gute Partie, auch wenn die Torchancen fehlten, drückten sie und jetzt konnte Hannover diesem Druck eben nicht mehr standhalten. Duda bleibt dann auch cool vor Esser, schiebt den Ball ganz einfach unten rechts rein. Da ist dann Keeper auch einfach geschlagen, hätte man einfach verteidigen müssen im Vorhinein. So ist es dann eben, der 1:1 Ausgleich. Jetzt wurde aber Hannover nochmal besser. Fossum und Bakalorz, ein sehr gutes Duo heute auf der Doppel-6. Wurt auf Maina, bringt dann auch den Flankenball und da ist Marvin Bakalorz, der seinem Gegenspieler entwischt war, nimmt die Direktabnahme und das ist gar nicht ungefährlich. In der Wiederholung sehen wir es, da fehlt wirklich sehr wenig und das hätte es durchaus sein können. Schon die Schlussphase der Partie, nochmal Hannover, konnten sie jetzt hier den Lucky Punch setzen. Die linke Seite immer wieder auffällig. Heute Lazaro lässt sich dazu einfach abziehen. Dann ist das Bobby Wood mit dem letzten Abschluss der Partie. Aber ein dankbarer Ball für Rune Jahrstein. So geht diese Partie am Ende leistungsgerecht mit 1:1 zu Ende. Keine der beiden Mannschaften hätte hier den Sieg gehabt. Auch wenn Hannover am Ende vielleicht ein Ticken näher dran war. Das 1:1 geht so ganz klar in Ordnung. Der FC Schalke 04 hat tatsächlich mal wieder Spaß gemacht, zuletzt beim 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg, auch wenn man da nicht zu viel hineininterpretieren möchte. Das war eine gute Partie, auch wenn defensiv sicherlich einige Maßnahmen noch getroffen werden mussten. Jetzt gegen Hoffenheim das Topspiel am Samstagabend und die Sinsheimer waren hier besser in der Partie nach dem enttäuschenden 3:3 gegen die Hertha. Joel Linton mit der ersten Möglichkeit, Fährmann fing den aber ab und entschärfte den Ball dann ganz locker. Diesmal aber Fährmann mit diesem Abschlagfehler. Da gewinnt Demir bei den Ball im Mittelfeld. Kramaric, der kommt dann postwendend zurück. Kerim Demir bei, wird nicht angegriffen, nimmt sich dann selber den Abschluss. Und Fährmann, der den Ball leichtfertig hergeschenkt hatte mit einem weiten Abstoß, machte hier seinen Fehler wieder wett. Ansonsten war es eine relativ unspektakuläre erste Halbzeit der FC Schalke 04, wie man ihn leider in der Vergangenheit schon zu oft gesehen hat. Ungefährlich nach vorne, unkreativ, Kerim Demir bei derjenige gerade, der die beste Möglichkeit der Partie hatte. So ging es dann nach 45 Minuten etwas enttäuschend in die Halbzeit. Da hatte man sich von diesem Topspiel in der Würsel-Rhein-Neckar-Arena doch sicherlich etwas mehr erhofft. Aber Tedesco hatte wohl die richtigen Worte gefunden und jetzt kam seine Mannschaft besser rein in die Partie. Bentaleb auf Uchipka hat ja auch getroffen. Skripski, wichtig, dass er wieder dabei war. Und dann der beste Abschluss der Partie für Schalke. Nach 52 Minuten Amin Harit ist das, der aber im letzten Moment von Oliver Baumann noch gestört werden konnte, beziehungsweise pariert werden konnte. Da fehlte nicht viel. Wichtige Aktion des Sinsheimer Tormannes. Keine Stunde gespielt und der FC Schalke 04 versuchte es weiter mit Druck in die Spitze. Rudi ist das, nimmt da Vogt den Ball ab. Das geht deutlich zu einfach. Armin Harit, Nordfight, erstmal eine sichere Aktion. Denkt man, Vogt dann mit dem Fehler. Kramaric gegen Harit, verliert er den Ball. Das darf nicht passieren. Bentaleb mit dem Ball auf Guido Burgstaller und das 0:1 in der 61. Spielminute. Drittes Saisontor für den Österreicher. Zuletzt gegen den 1. FC Nürnberg, seinen Ex-Club getroffen. Endlich mal wieder. Und jetzt ist er hier erneut erfolgreich, macht das gut mit dem rechten Fuß gegen Oliver Baumann, der hat keine Möglichkeit mehr aus kurzer Distanz gegen den doch recht platziert und hochgeschossenen Schuss zu reagieren. Die Sinsheimer schauen nur zu und liegen jetzt mit 0:1 zurück und sie taten sich sehr schwer im Spiel nach vorne jetzt in der zweiten Halbzeit. Die erste war eben noch gut und jetzt im zweiten Durchgang fiel ihnen zu wenig ein, weil Schalke das besser machte, nach vorne, nach hinten. Und so wenig Möglichkeiten. Kramaric mal mit dem Versuch, den Ball irgendwie in die Spitze zu bekommen. Aber das ist dann eben auch deutlich zu wenig. Da ist der FC Schalke 04 in der Defensive doch so gut eingestellt, dass da nichts draus passieren kann. Nochmal, der FC Schalke 04 wollte es jetzt klar machen, aber die Zeit war auch einfach schon knapp. Uchipka mit der Flanke, Bentaleb und Skripski schmeißt sich da
unfreiwillig rein. Baumann begräbt den Ball unter sich, aber es blieb bei diesem 0:1. Hoffenheim machte im zweiten Durchgang zu wenig, verliert dadurch nicht unverdient am Ende mit 0:1. Es wäre wohl auch ein Remis gerecht gewesen, aber der zweite Durchgang gehörte eben den Schalkern. Und so gewinnen sie durch das eine Tor von Guido Burgstaller. Das 0:1 beim VfL Wolfsburg war aus Leipziger Sicht sicherlich nicht eingeplant. Jetzt kam Borussia Mönchengladbach zur Spitzenpartie in die Red Bull Arena. Und die Gäste waren hier an diesem Tag mal wieder gut aufgelegt. Auf Matze Ginter musste man ja verzichten. Kiefer- und Augenhöhlenbruch. Trotzdem wollten sie hier erstmal ihrem Ruf nach Standards gefährlich zu sein allem alle Ehre machen. Player mit dem Kopfball setzt den aber dann nur auf die Latte. Doch weiterhin die Gäste deutlich besser in der Partie. Die Elf von Ralf Rangnick war nicht so wirklich gut und frisch drauf. Dann Klostermann mit diesem Ballverlust. Hazard nimmt den Ball auf. Stindl, super Ball in die Spitze. Klostermann haut ihn erstmal raus, aber Player setzt nach und bekommt dann wieder keinen Druck. Das geht zu einfach auf dieser Seite in dieser Situation. Und das da Florian Neuhaus in der 14. Spielminute mit dem 0:1. Sein erstes Saisontor, der Neuzugang aus Düsseldorf. Geht da im 5-Meter-Raum hoch und netzt den dann aus kurzer Distanz relativ einfach ein. Keine Chance für den Ungarn im Tor. Peter Gulaschi verlässt sich da auf seine Mitspieler. Die passen aber nicht auf und so steht es dann 1:0 in dieser Partie. Absolut verdient, auch schon zu diesem Zeitpunkt der Partie. Vor der Pause wollte dann Leipzig nochmal gefährlich werden. Klostermann versucht die Flanke reinzubringen, aber Janschke, Ginter-Vertreter eben, passte auf. Hazard und dann nochmal dieser Konter. Hazard, Stindl. Gute Übersicht von Hofmann und dann der Ball von Hazard. Stindl, super Zusammenspiel, es kommt keiner dazwischen. Was für eine Passstaffette überhaupt. Und Player legt den Ball zurück und Hazard vollendet diesen wunderbaren Spielzug. Ein perfekter Konter und der führt dann auch verdient zum 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wie Leipzig sich da auskontern lässt im eigenen Stadion ist schon fast wahnsinnig, aber es ist auch eben überragend gespielt von der Elf von Dieter Hecking. Zur Pause stand es somit 0:2. Das verdiente Resultat. Die Gäste hatten immer wieder mal den Fuß auf dem Gaspedal und das nutzten sie dann zweimal aus. Und sind somit zur Pause eben in doppelter Front. RB Leipzig jetzt in der zweiten Halbzeit aber durchaus gefährlicher in der Partie. Gewinnen den Ball am eigenen 16er und dann ging es auch damals schnell. Das ist ja auch eine Stärke der Roten Bullen. Bruma über die linke Seite, bringt die Flanke rein. Yusuf Paulsen und Timo Werner mit dem 1:2. Auch das, muss man sagen, ist einfach klasse gespielt. 7. Saisontor, es war kein Abseits im Übrigen. Diese Flanke von Bruma, der Kopfball von Paulsen auf den Fuß von Timo Werner, der das jetzt technisch auch sehr anspruchsvoll macht. Und damit war die Hoffnung kurz geweckt, bei den Gastgebern vielleicht doch wieder zurück in diese Partie zu finden. Die Frage war, wie könnte jetzt Gladbach damit umgehen? Mit Gegentoren können sie eigentlich durchaus gut arbeiten. Hazard ist das, der sich da durchsetzt. Gut gemacht, Neuhaus, super Ball und Hofmann mit dem 1:3. So schnell kann es gehen. 70. Spielminute, 6. Saisontor und der 2-Tore-Vorsprung war wieder hergestellt. Es war eine kuriose Partie. Gladbach hatte gar nicht so viele Torchancen, aber die, die sie hatten, verwandelten sie dann eiskalt. Und das Mittelfeld ist einfach klasse. Hazard, Hofmann, Neuhaus, egal wer dann vorne vor der Kiste steht, die Dinger sitzen einfach. Und so war es auch hier wieder. Guter Abschluss, wieder mal gar nichts zu halten. Damit war diese Partie entschieden. Leipzig verlor aber nicht die Lust, nach vorne zu spielen, hat nochmal die Möglichkeit ranzukommen. Werner mit der Flanke, Elvedi aber passt auf und ist dazwischen dann wieder ein Gegenstoß. Hazard ist das. Einer der auffälligsten mal wieder in dieser Partie, überragender Spieler dieser Belgier. Wieder an diesem Tag Stindl mit der Flanke und Player mit der Entscheidung. Da fehlen einem dann auch die Worte in gewissem Maße. Vor Borussia Mönchengladbach kann man einfach nur den Hut spielen. Das ist wieder perfekt gespielt. Es ist nichts auszusetzen an diesem Konter. An dieser Flanke und an dem Abschluss von Alassane Player. Gulaschi kann sich so groß machen, wie er will. Da ist er machtlos. Gladbach gewinnt also mit 4:1. Setzt das nächste dicke Ausrufezeichen. Bleibt damit an Dortmund dran. Und hat vor allem auch eine ordentliche Duftmarke in Richtung der Konkurrenz gezeigt. Und RB Leipzig muss sich erstmal danach sicherlich wieder aufraffen. Harter Tobak, den sie hier verkraften müssen. Borussia Mönchengladbach
gewinnt auswärts in der Red Bull Arena mit 4:1. Gegen Leipzig konnte der VfL Wolfsburg am letzten Spieltag wichtige Punkte einsammeln. Frankfurt machte wieder eine starke Partie und schlug Augsburg souverän mit 3:1. Und hier hatte die Anfangsphase die Eintracht auf der eigenen Seite. Und zwar so, durch dieses Tor von Philipp Kostic in der 4. Spielminute. Das erste Saisontor für den aus Hamburg gekommenen linken Mittelfeldspieler oder linker Verteidiger ist er mittlerweile mehr bei der Eintracht geworden. Guter Treffer, gut rausgespielt. Wolfsburg zu schläfrig hier in der Anfangsphase und Castils, der ist in Bewegung ins falsche Eck und dann wird er da ein bisschen überrumpelt. Kostic trifft den eigentlich auch ziemlich satt, dann sieht es aber trotzdem aus der Hintertorperspektive sehr unglücklich aus. Castils kann man da sicherlich nicht ganz aus der Verantwortung nehmen. Über eine Viertelstunde gespielt, dann der VfL das erste Mal gefährlich nach vorne. Daniel Ginczek mit dem guten Ball auf Weghorst und der macht auch das Tor, aber lange hielt der Jubel nicht an, klare Sache, die Fahne ging auch schnell hoch. Das vermeintliche 1:1. Regelwidrig sieht man hier klar, deutliches Abseits, sodass es weiterhin 1:0 für Frankfurt stand. Die wollten dann den zweiten Treffer erzielen, Rebic mit der schwachen Flanke, Knoche kann es nicht so richtig klären, Fernandes macht es nochmal scharf. De Guzman, Fernandes und dann Jovic, Haller mit dem Abschluss, gar nicht verkehrt, Frankfurt war wieder gut in der Partie. Konnte sich aber noch nicht den zweiten Treffer herausspielen. Die halbe Stunde war noch nicht ganz geknackt und dann nochmal der VfL. William von Ginczek bedient. William, das dauert etwas zu lange. Trotzdem Ginczek und Wolfsburg bleibt im Ballbesitz. Weghorst scheitert aber an Hasebe. Der schmeißt sich da rein bzw. hält noch das Knie rein. So stand es weiterhin 1:0. Der anschließende Eckstoß auch gefährlich. Knoche und De Guzman im Zusammenspiel mit Kevin Trapp retten sie da die Situation vor der Pause. Aber nochmal die Wölfe, die machten hier eine gute Auswärtspartie. Mittlerweile waren sie stark drin. Ginczek, Memedi und dann Weghorst. Und das muss es dann irgendwann auch einfach mal sein. Den trifft er gar nicht verkehrt und er geht nur haarscharf über den Kasten hinweg. Trotzdem, solche Dinger müssen einfach sitzen, wenn man hier was mitnehmen möchte aus der Commerzbank Arena. Frankfurt führte also durch den frühen Treffer von Kostic nach 45 Minuten mit 1:0. Und nach der Pause wollte der VfL weitermachen. Bruno Labbadia hätte sich hier mit seiner Mannschaft zumindest den Ausgleich schon mal verdient. Roussillon, Torschütze vom Spiel gegen Leipzig. Der Abschluss hier dann aber genau in die Arme von Trapp. Den fängt er natürlich ganz einfach ab. Das war gar kein Problem. Wenige Torchancen im zweiten Durchgang auf beiden Seiten. Frankfurt konnte aber eben auch noch nicht die Entscheidung erzwingen. Nikolai Müller auf Sebastian Allaire. Die beste Möglichkeit im zweiten Durchgang des Franzosen. Gute Aktion eigentlich, aber auch da eine fantastische Reaktion von Castils, der im bedrohten Eck da ist. Von den Wölfen kam dann zum Schluss leider nicht mehr viel. Stattdessen Frankfurt nochmal Jovic auf De Guzman. Der hatte wirklich viele Abschlüsse, ja auch gegen Augsburg Torschütze gewesen. Der hier ging dann aber doch recht deutlich am Kasten vorbei. Aber es blieb bei diesem frühen Führungstor von Kostic. Es kam nichts mehr von Wolfsburg. Bei Frankfurt bleibt die richtig starke Serie bestehen. Und so holen sie den nächsten Dreier ein. Sehr wichtig im Kampf um die europäischen Plätze. Bei Bayer 04 Leverkusen kommt nach einem kurzen Hoch in der Regel immer wieder ein kleines Ab. Jetzt zu Gast beim ersten FC Nürnberg sah es auch erstmal wieder danach aus, als würde es so losgehen. Sie hatten eine schwache Anfangsphase, doch dann dieser Konter für die Gäste. Zuletzt ja am Freitagabend 2:0 gegen Stuttgart gewonnen. Arangis über die linke Seite, ist eigentlich kein Flügelflitzer, bekommt aber keinen Druck und die Flanke ist nicht verkehrt. Nach eigener Ecke lässt sich Nürnberg da zu leicht auskontern, der Kopfball von Volland aber nicht so gefährlich. Der erste FC Nürnberg verlor dann immer wieder auf dem Weg nach vorne den Ball. Das ging deutlich zu einfach in weiten Strecken in dieser ersten Viertelstunde. Leibold kriegt den Ball hier auch nicht geklärt. Kevin Volland auf Julian Brandt. Aber Bredlo ist da. Martinia musste ja verletzt raus gegen Schalke. Bredlo aber bislang ein würdiger Ersatz. Knappe halbe Stunde gespielt. Nochmal Leverkusen die Anfangsphase. Verschliefen sie und jetzt wurden sie richtig stark mittlerweile. Hatten die Möglichkeiten, die dicken Möglichkeiten, hier in Führung zu gehen am Montagabend.
das erste Montagabendspiel der Saison. Ja, hier von Arangis der Schulterstoß, aber zu ungefährlich. Dann gewinnt Marc Reiter hier den Ball, macht das stark. Und Sebastian Kerk über die rechte Seite bringt die Flanke. Da ist Michael Ishak und der Ball taumelt über die Linie. 36. Spielminute, 1:0 für den 1. FC Nürnberg. Das dritte Saisontor für den Schweden. Und Leverkusen bedient. Sie hatten hier die Partie mittlerweile komplett im Griff. Und dann aus dem Nichts dieser Treffer. Marc Reiter eben der ausschlaggebende Punkt mit dem Ballgewinn. Schickt Kerk über die Außenseite. Das ist dann die perfekte Flanke. Robert Bauer, der letzte Woche gelb-rot gesehen hatte, eben von Kerk vertreten, bereitet das vor. Und Ishak hat Glück, dass der Ball von Radetzky so irgendwie über die Linie taumelt. 1:0 also für den 1. FCN, aber die Elf der Leverkusener ließ sich davon nicht wirklich einschüchtern. Karim Bellerabi über die rechte Seite. Bellerabi bringt den Ball auch in die Mitte. Baumgartlinger. Aber der Schuss abgefälscht von Hanno Behrens, der ein kurioses Tor gegen Schalke vorbereitet hatte, hält hier das Knie rein und kann von Glück sagen, dass er da an der richtigen Stelle war, zur richtigen Zeit. Zur Pause also schmeichelhaft das 1:0 für den 1. FCN, auch wenn hier Eigentor Radetzky steht. Das Tor kann man doch wohl Michael Ishak zuschreiben. Dann der zweite Durchgang. Leverkusen war weiterhin wirklich gut in der Partie. Einzig und allein das Tor fehlte. Kevin Volland jetzt auf Kai Havertz. Kai Havertz mit dem guten Ball auf Julian Brandt. Bredlow ist aber reaktionsschnell da im bedrohten kurzen Eck. Fährt die beiden Arme aus und kann in der 51. Spielminute den Ausgleich verhindern. Sehr wichtig in dieser Aktion, nicht kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit den Treffer zu kassieren. Nur wenig später. Charles Arangis auf Lars Bender. Lars Bender im Strafraum. Wird nicht angegriffen. Arangis mit der Körpertäuschung macht dann nochmal richtig gut. Volland, aber in die Arme von Bredlow. Das war dann nicht mehr so gefährlich. Und jetzt wurde die Partie recht langweilig. Nürnberg verteidigte richtig gut. Das konnte den Klubberer Fans auch so gut gefallen, aber Leverkusen machte nach vorne zu wenig. Wir sind schon in der Schlussphase dieser Partie. Nochmal die Möglichkeit, Mühl aber erstmal dazwischen. Der war mit Marc Reiter zusammen, da hinten eine richtige Bank und sie ließen fast gar nicht zu. Trotzdem nochmal die Möglichkeit, Nachspielzeit. Julian Brandt auf Havertz, Volland abgefälscht, doppelt abgefälscht. Tim Leibold schmeißt sich zweimal rein mit allem, was er hat und so erkämpfen sich die Klubberer den 1:0-Sieg gegen Leverkusen. Wohl doch etwas überraschend, aber Leverkusen ist eben noch nicht so gefestigt in dieser Saison. Michael Ishak ist der Torschütze des Tages, machte in der 36. Minute im Zusammenspiel mit Radetzky quasi das Ding hier fest. 1:0 gewinnt der 1. FC Nürnberg zum Abschluss des 13. Spieltages. Jo, das war die Prognose zum 13. Spieltag. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten Daumen nach oben und ein Abo würde mich ebenfalls freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.